Sarah Grothaus, Stationsleitung hier auf der Intensivstation in Osterkappeln. Ich arbeite im Tagdienst, fange morgens um 7 Uhr an und koordiniere den Tag rund um Patienten sowie rund um das Team. Mein Gefühl, wenn ich hier morgens reinkomme, ist, was kommt heute Neues? Aber letztendlich weiß man auch diesen Tag werden wir irgendwie meistern. Kennt sich gegenseitig, man grüßt sich mit Vornamen. Ne, das ist dieses familiäre, Schwester Maria Mattea, die Ohrenschwester, die weiß genau Bescheid. Hier, Sarah, du siehst heute nicht gut aus, was ist denn da los? Der Stand-by-Dienst ist ein Instrument, was wir entwickelt haben, um den Kollegen sicherzustellen, dass sie auch, wenn sie frei haben, wirklich frei haben. Wir sind gewachsen, wir kamen von einer kleinen Intensivstation mit 8 Betten und sind jetzt mittlerweile hoch bis auf 16. Und diesen Prozess, den wir durchgemacht haben, wo wir uns entwickelt haben, das hat uns, glaube ich, geprägt und auch zu dem geworden, was wir jetzt sind. Ich arbeite gerne bei Nils Stensen, weil sowohl der Patient sowie auch das Personal selbst im Mittelpunkt steht.